Hallo und willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir, wie du solche 3D-Animationen in deine Elementor-Webseite einbauen kannst. Und das innerhalb weniger Minuten. Also dranbleiben, jetzt geht's los. Ja, in diesem Video bauen wir solch ein Hero-Element mit einer 3D-Animation, die nicht nur cool ausschaut und einfach animiert, sondern die kann auch auf verschiedene Interaktionen wie Scrollbewegung, Mausbewegung reagieren. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt. So, als erstes brauchen wir mal unser Hero-Element, also einen Container erstelle ich mir hier am besten gleich mit zwei Spalten, weil da können wir dann links den Text einfügen und rechts unsere Animation einspielen. Und diesem Container geben wir gleich einmal 100 VH, also dass er immer bildschirmführend ist, damit wir da wirklich großzügig spielen können mit dem Hero. Und dem gebe ich eine Hintergrundfarbe oder nein, noch besser ein Hintergrundbild. Machen wir so. Und das sollte ich nicht so wie da jetzt wiederholen, sondern ich gebe dem ganzen Display Size Cover, also ausfüllen. Dann schaut das Ganze so aus. Gebe ich jetzt vielleicht noch ein bisschen eine Überlagerung drüber. Das macht man so ganz dezent, dass das ein bisschen dunkler ist. Vielleicht nur ganz dezent im Hintergrund. Und da geben wir jetzt unseren Text rein. Eine Headline für das Ganze. Dann habe ich noch einen Text und vor allem auch einen Button. So, und jetzt style ich das Ganze. Einerseits soll das Ganze mal in der Mitte sitzen. Das heißt, ich nehme den Container und setze das alles einmal auf Justify Content Center, also zentriert. Und jetzt kann ich das Ganze noch stylen. Das heißt, so, jetzt habe ich das Ganze gestylt und ein bisschen einen Text eingefügt und da wollen wir jetzt unser Element drin haben. Ja, da könnte man natürlich auch einfach ein Bild oder ein Video reingeben, aber jetzt wollen wir eine 3D-Animation da rein. Diese 3D-Animation oder dieses 3D-Objekt müssen wir erst erstellen und dazu nutzen wir das Tool Spline. Das Ganze kann man ganz kostenlos testen. So, schauen wir mal rein, was da so alles gibt. Und da gibt es zum Beispiel diese Library von Spline, wo man schon zig Elemente findet, die man verwenden oder bearbeiten kann. Icons oder einfach so Textfarben, Charaktere oder ein iPhone. Nehmen wir mal das iPhone her und schauen uns das mal an. Und da landen wir schon im Editor. Also ich kann jetzt dieses iPhone verbinden und später bearbeiten. Das funktioniert ähnlich wie mit anderen 3D-Editoren wie Blender, aber alles im Browser. Und man kann natürlich auch komplett von Null weg sein eigenes 3D-Element aufbauen und dem Ganzen dann ein Material zuweisen, Lichteinfall und Kameraposition und sowas alles einstellen und dann auch die Interaktion, also auf Maus Over oder Maus Down, was da passieren soll, wenn man eben das Ganze mit der Maus dann steuern will. Wir schauen uns das einmal hier mit dem Play-Button an, wie das dann ausschaut. Wie man da schon sieht, ja, wenn ich da mit der Maus drüber fahre, dann bewegt sich das iPhone eben so schön. Neben der Library gibt es auch die Community, das heißt von allen Usern, die Spline verwenden, die können das auch veröffentlichen, sodass jeder diese 3D-Elemente verwenden kann. Da kann man so quasi auch seine Arbeit präsentieren. Und wenn wir uns sowas zum Beispiel anschauen, das ist schon eine coole Animation, ja, wenn ich da so mit der Maus drüber fahre, verfolgt quasi der kleine Roboter mit dem Schatten noch da im Hintergrund, also wirklich sehr cool gemacht, meine Maus. Ich habe mich jetzt für diesen Würfel entschieden, also diese Würfelanimation, die sich so leicht bewegt, wirkt irgendwie cool. Ich finde, das kann man so schon verwenden. Wenn ich dieses Objekt jetzt aus der Community verwenden will, dann kann ich da einfach auf Remix klicken. Das File wird jetzt vorbereitet, sodass ich es weiter bearbeiten kann. Und da habe ich schon meine 3D-Animation. Ich kann mir das jetzt wieder anschauen, wie das wirkt. Und dieses Element will ich jetzt auf meiner Elementor-Webseite verwenden. Ich gehe da einfach auf Export und da kann man zwar eine komplette URL einfach teilen, ja, wenn man die verschicken will zum Beispiel. Ich will das Ganze in einem Viewer einbetten. Diesen Code kann ich jetzt einfach hier kopieren und gehe wieder zurück auf meine Elementor-Webseite und dort, wo wir es positionieren wollen, dort brauche ich ein HTML-Widget. Das ziehe ich einfach da rein und hier im HTML-Code füge ich einfach diesen Code ein, den ich gerade kopiert habe. Und ich habe den schon da drin. Was mir jetzt noch nicht gefällt, ist dieser Hintergrund, weil der ist eben in der Animation schwarz. Also gehe ich wieder zurück auf meinen Editor, kann hier einfach bei der Szene im Hintergrund
eine andere Farbe auswählen. In dem Fall geben wir den einfach 100% Transparenz. Und ich brauche hier jetzt nicht mehr den Code neu generieren lassen und den neu einfügen, sondern ich sage einfach hier Update Viewer. Also ich kann das Element bearbeiten und ändern, wie ich möchte, brauche das hier nur updaten und es wird mir hier automatisch hinzugefügt. Das Ganze wirklich auch transparent und animiert. Und wenn ich das jetzt wirklich mit der Maus hier ziehe, kann ich das auch in alle Richtungen drehen. Also das finde ich schon sehr cool. Und wenn ich das vielleicht noch ein wenig interaktiver haben will, dann kann ich da auch bei Play Settings einstellen. Also ich kann da auch sagen On Over, also auch bei Maus Over eine Bewegung machen. Jetzt update ich das hier wieder und jetzt, wie ihr seht, reagiert das sogar auf meine Mausbewegung. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Wir haben jetzt einfach nur ein fertiges Objekt hergenommen. Das war jetzt innerhalb von ein paar Minuten in unsere Elementor-Webseite eingebaut. Und wenn ich mich da weiter spielen will, dann kann ich natürlich eigene Objekte mit meinem Logo zum Beispiel da erstellen auf dem Würfel. Also so schnell kann man so ein 3D-Objekt in seine Webseite einfügen. Da unten, wie gesagt, ist dieser Build with Spline-Button, der wird eben in der kostenlosen Variante angezeigt und wenn man den eben weg haben will, dann braucht man einfach einen kostenpflichtigen Plan. Ja, jetzt bin ich gespannt, was hast du vor, welche 3D-Objekte oder Animationen willst du bauen oder hast du vielleicht schon mit Spline gebaut? Schreib mir einfach unten in die Kommentare. Wenn du mehr solcher Videos über Webdesign und Elementor sehen willst, dann unbedingt meinen Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video.